So, und dann sage ich ja hallo und willkommen hier zu einer neuen Runde im Franchise-Universum in Zeiten der Corona-Krise. Wir wollen heute mal gucken, was denn so an Lead-Gewinnungsmöglichkeiten abseits der eigenen Website, der klassischen Portale und so möglich ist, am Beispiel von LinkedIn. Und zwar gemeinsam mit Gunnar Jung. Und ich freue mich sehr, Gunnar, dass du hier dabei bist und uns gerne deine Lösung mal zeigen möchtest, die du bislang im Endkunden-B2B-Geschäft anbietest, um dort Leads für eher hochpreisige Produkte zu gewinnen. Und du hast ein Versprechen, das habe ich jetzt hier mal so aufgegriffen, die 2 bis 5 Telefontermine pro Woche aus LinkedIn heraus, was du in deinem Geschäft deinen Kunden mindestens ermöglicht. Und das ist natürlich in den Ohren und Augen von Franchise-Systemen natürlich super attraktiv. Und wir wollen diskutieren, ob das auch im Franchise-Recruiting möglich ist. Also an der Stelle ist es noch kein Versprechen in dem Sinne, sondern wir wollen da mal drauf gucken, ob wir uns das gut vorstellen können, ob das da auch möglich ist mit der Methodik. Danke für die Intro und herzlich willkommen auch von meiner Seite, beziehungsweise ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Stell mich kurz vor, ich bin Gunnar Jung, ich bin 43 Jahre alt, bin gebürtiger Berliner und habe einen Raumfahrtingenieurshintergrund, habe ich mal studiert, bin dann direkt nach dem Studium raus, habe ein Unternehmen gegründet, eine Medizintechnik, habe auch mal so Startup-Finanzierungen durchgemacht. Habe auch mal ein Unternehmen in die Insolvenz geführt, habe dann auch wieder Unternehmen verkauft. Also dann als Solopreneur und dann später aber auch mit 40, 50 Mitarbeitern da meine Erfahrung gesammelt. Ich bin über das Ingenieursthema relativ schnell, ich war immer so der zweitbeste Ingenieur beim Unternehmen. Da habe ich gedacht, okay, was für eine Lücke kann ich denn da schließen? Da bin ich dann ins Produktmanagement und später dann auch in Vertrieb und auch ins Marketing gerutscht und bin so ein bisschen so ein Digitaler der ersten Stunde. Meine ersten Webseiten habe ich 1997, habe ich mal recherchiert, verkauft an lokalen Optiker, also der brauchte damals einen Internetauftritt und habe das gebaut und verkauft. So mal ein bisschen so zu mir als Hintergrund. Zum Thema LinkedIn bin ich gekommen, als ich 2017 versucht habe, für ein Unternehmen Geld zu akquirieren, also klassische Startup-Finanzierung gesucht habe und der Weg ist ja da oft, man geht dann, also wenn es dann um Venture-Kapital, Risikokapital geht, geht man oft mit über sogenannte M&E-Berater, also Berater, die unterstützen, Geld zu finden. Und wie gehen die vor? Die geben eine Liste an möglichen Unternehmen, dann schreiben sie die an und am Ende kommt da irgendeine Liste raus, die dann potenziell mal wissen wollen, wie das Unternehmen, also was mein Unternehmen kann und dann gucken sie, ob die Finanzierung klappt. Und das kostet dann in der Regel so einen Retainer, so 7.500 oder 10.000 Euro im Monat. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht, was ist denn eigentlich deren Leistung? Die bringen mich mit Leuten in Verbindung, mit denen ich noch nicht in Verbindung bin und die ich noch nicht kenne und die mich vielleicht auch nicht so richtig wahrnehmen am Markt. Sage, okay, vielleicht gibt es ja noch andere Wege und ich probiere das mal aus. Und das war der Start, als ich dann 2017 angefangen habe, das auf LinkedIn mal selber auszuprobieren und habe ich einfach mal eine ziemlich schwierig zu erreichende Gruppe, also so Business Angel, Family Office Manager oder VC Manager, die sind ja relativ abgeschottet, so eine Leute, die habe ich einfach auf LinkedIn recherchiert und angeschrieben. So, und zu meiner Überraschung bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und durfte mein Unternehmen vorstellen. Und daraus ist dann auch eine Option entstanden, das Unternehmen zu finanzieren. Also habe ich kapiert, Leute, auf die ich sonst nicht Zugriff habe, an die komme ich durch LinkedIn ja total einfach ran, indem ich die anschreibe. Das war das erste sozusagen Wow-Effekt bei LinkedIn. Das war 2017. Dann habe ich das ein bisschen ausgedehnt, habe Leute eingeladen, hatte dann relativ schnell 10.000 Kontakte. Und dann kam der nächste Wow-Moment, dann habe ich einen Post gemacht, 47.000 Ansichten drauf, also auf einer B2B-Plattform wie LinkedIn 47.000 Views, ohne Werbung, ja, organische Sichtweise, also einfach ein Post eingestellt, so viele Leute haben es angeguckt und der Post, da habe ich gefragt nach dem Logo, hier sind 2 Logo-Varianten zu dem Unternehmen, was gefällt euch besser, links oder rechts, da haben 230 Leute kommentiert, was sie gerne hätten, also ich hatte ein Ergebnis vom Markt, was das bessere Logo ist, dann haben Leute recherchiert, dass mein Logo so ein bisschen so anders aussieht wie eine andere Firma. Also haben wir Tipps gegeben zur Markenanmeldung und 47.000 Leute haben sozusagen meine Brand gesehen, haben gesehen, dass ich da was mache. Das war sozusagen der zweite Wow-Moment. Und dann wurde ich eingeladen von der Beratergruppe Strategie, in der Steffen auch ist. Und die haben gesagt, Gunnar, zeig uns mal alles, wie das mit LinkedIn geht. Und da habe ich das vorgestellt und dann im Prinzip meine ersten Kunden da auch gewonnen. Und daraus ist jetzt ein Unternehmen entstanden, 2020. Wir sind jetzt 13 Mitarbeiter. Sind jetzt ein Jahr alt, also 15.04. werden wir genau ein Jahr alt, sind wir jetzt 13 Mitarbeiter und wir machen
B2B-Akquise über LinkedIn. Und zwar der Engpass Zeit bei unseren Kunden ist ein großer Engpass. Also sprich, ich habe keine Lust da, 3-4 Stunden LinkedIn jeden Tag zu machen, kontinuierlich über Monate hinweg, um meine Leads zu generieren, sondern ich habe Business zu tun. Gerne will ich Verkaufsgespräche tun, aber dieses da auf LinkedIn rummachen, so hört man oft, das nehmen wir unseren Kunden ganz ab in einem strukturierten Prozess. Das mal so als Einstieg. Genau, Steffen, wenn das jetzt okay ist, würde ich jetzt mal ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert. Weil sonst, ja, sehr gerne. Ja, so also Fragen einfach stellen. Einsteigen und der Aufruf an alle, die hier drin sind, dann, wenn Fragen aufkommen, Fragen stellen. Aber ansonsten zeig uns vielleicht einfach mal aus der Endkunden, also aus der Perspektive des B2B-Endkundengeschäfts, wie du es aufbaust. Und wir versuchen dann, wenn wir ein bisschen klarer sehen, denke ich, den Transfer aus Franchising zu machen. Okay, gut. Ich nehme jetzt mal ein bisschen mit auf meinen Bildschirm. Also, oder das mache ich gleich, bevor ich noch was eins sagen. Und zwar, wir können eure Zielgruppen auf LinkedIn identifizieren, gemeinsam mit euch. Ihr sagt also, wen ihr gerne haben wollt. Anschließend werden diejenigen Leute eingeladen in euer Netzwerk und buchen sich bei euch einen Telefontermin. Also alles bis zu diesem Telefonieren, das machen wir für euch. Und ihr dürft dann nur noch mit den potenziellen Interessenten Telefonate führen. So, und wie das konkret geht, zeige ich euch jetzt mal. Ich nehme euch mal mit auf meinen Bildschirm hier. Kann man das gut sehen? Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Kann man es sehen? Ja, kann man gut lesen. Also ich kann es auf meinem Bildschirm gut sehen. Okay, Stefan, also dann macht einen Daumen hoch. Sieht gut aus. Super, okay. Also das ist ja der klassische LinkedIn-Bereich, den kennt jeder. Wenn man so sein LinkedIn-Profil hat, das kennt jeder, dann gibt es hier oben so ein Icon, das nennt sich Sales Navigator und das ist ein Premium-Abonnement auf LinkedIn. Da könnte bei den Leuten, die es noch nicht steht, steht irgendwie Try Premium for Free oder so. Mit diesem Sales Navigator, und das ist diese Seite hier, kann man jetzt sehr detailliert über die gesamte Nutzergruppe auf LinkedIn recherchieren. Das möchte ich euch mal zeigen. Achso, ich kann mal ein paar Suchen machen. Ah, hier, Sanierer, Restrukturierer, das ist eine spannende Zielgruppe jetzt gerade. Also man kann hier oben nach Stichwörtern suchen, kann dann anschließend hier noch weitere Filterkriterien einbauen, zum Beispiel, wo die sitzen sollten, also zum Beispiel nur in Deutschland. Man könnte aber auch sagen, die Schweiz nehmen wir noch mit dazu. Man könnte auch sagen, wir nehmen hier noch Österreich mit dazu. Man kann auch nach Postleitzahlen recherchieren innerhalb von Deutschland, auch mit Umkreisen, also für Franchise-Systeme gerade interessant. Also um München rum 20 Kilometer oder um Berlin 30 Kilometer, das kann man ja auch recherchieren. Und dann hier oben nach Postleitzahl recherchiert. Dann kann man hier bestimmte Unternehmen konkret aussuchen. Man kann auch nach Branchen sortieren, also zum Beispiel nur Immobilien, nur juristische Dienstleister. Also es gibt eine ganze Reihe von Branchen da drin, die man da recherchieren kann. Und auch nach Personalbestand, also wie groß eigentlich diese Unternehmen oder wie groß die Unternehmen sind, in denen der jeweilige Zielkunde arbeitet oder angegeben hat zu arbeiten. Also für Restrukturierer haben wir jetzt mal angegeben, Selbstdesign und bis zu 50 Mitarbeiter und die Gruppen, die man hier hat, das ist also 51 bis 200 und so weiter. Also man kann hier verschiedene Filter hinterlegen und jetzt noch die Karrierestufe auswählen und die Karrierestufe könnte zum Beispiel sein Unternehmensinhaber, Partner, Geschäftsführung, Vice President, also das sind alle so die sozusagen ganz nah, also entweder Inhaber sind oder halt die Entscheidung treffen können. Wenn es andere Unternehmen sind, wo zum Beispiel man, ich sag mal, Manager haben will, die vielleicht sich irgendwann mal in die berufliche Selbstständigkeit begeben wollen, Stichwort Franchise-System, spricht man ja vielleicht nicht den CEO an, sondern eher so das mittlere Management, die vielleicht eigentlich genug Geld verdienen und mal den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, kann man also die hier auch genau targetieren, indem man hier zum Beispiel den Manager aussucht. So, was dann rauskommt, ist eine Liste und ihr seht schon, das sind also 2000 Leute, die in LinkedIn sind. Also ich könnte ja 2000 Leute von denen, die sind nicht in meinem Netzwerk, die kann ich also jetzt einfach hier über diesen Button einladen, indem ich auf Vernetzen drücke. So, und genau das ist unsere Dienstleistung. Also ihr sucht raus, wen ihr haben wollt und anschließend gehen wir diese Liste von diesen 2000 Leuten nacheinander durch und laden die jeweils in euer Netzwerk ein. Und das machen wir natürlich höflich und zurückhaltend, nicht so typisch, ich habe ja ein super cooles Produkt und mich mal in dein Netzwerk auf, sondern es geht um einen sehr zurückhaltenden Ansatz.
Bei all der Digitalisierung sind persönliche Netzwerke wichtig. Ich beschäftige mich mit dem und den Themen im Raum Osnabrück. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich aufnehmen. Es geht um Synergien, es geht um persönliches Kennenlernen, ich verlasse meine Komfortzone. Also irgendwie so ein Text, den erarbeiten wir mit euch und dann hat man die Kontakte anschließend, sage ich auch, anschließend in seinem Netzwerk drin. Also dann gehe ich mal wieder zum LinkedIn, da kann man also hier gucken, Netzwerk. Und es sind jetzt bei mir so knapp 20.000. Und diese einzelnen Kontakte, wenn man die im Netzwerk drin hat, die kann man natürlich jetzt alle einzeln anschreiben. Und dann auch, ich sag mal, mit klaren Nachrichten zum Beispiel zum Produkt und so weiter. Das ist unsere Dienstleistung. Wir laden ein und wenn die Einladung annehmen, die Kontakte, und das machen die mit einer Prozentzahl ungefähr zwischen 30% und 60%. Also wenn wir für euch 100 am Tag einladen, habt ihr 30 bis 60 neue Kontakte. Und dann reagieren die natürlich auf diese Einladung. Also die sagen jetzt zum Beispiel, Steffen, herzlich willkommen beim Netzwerk. Schön, dass du da bist, zum Beispiel sowas. Oder die sagen, Steffen, was konkret kann ich denn für dich tun? Oder Steffen, super für die Einladung, ich habe auf dein Profil geguckt, lass uns doch mal sprechen. Also es gibt klassische Antworten, die der eingeladene Kontakt dann macht, nachdem er angenommen hat. Oder er regelt auch gar nicht, das kann auch sein. Also nimmt einfach an und schreibt keine Nachricht. Und wir übernehmen anschließend die Nachrichten und antworten darauf. Also wenn jemand zum Beispiel schreibt, willkommen beim Netzwerk, was kann ich denn für dich tun? Dann geht es also darum, ja super, danke, dass du angenommen hast und ich habe mal geguckt und so, was du so tust und das ist ja ganz interessant und wärst vielleicht an so ein bisschen aktiverem Austausch interessiert, lass uns doch mal telefonieren. Also da gibt es eine Art Messaging-Funnel oder einen sogenannten Trichter, Vertriebstrichter über diese Nachrichten. Diese Nachrichten folgen einer bestimmten Struktur und ihr bringt aber vorher euer persönlichen Sprech da rein. Also wir arbeiten mit euch die Vorlagen so auf, dass ihr euch darin wiederfindet, dass es eurem, ich sag mal, Business entspricht, eurer Persönlichkeit entspricht und beantworten die ganzen Fragen und führen dann den angenommenen Kontakt dazu, dass er entweder sagt, lass mich in Ruhe oder reagiert gar nicht mehr oder sagt, ich will mit dir telefonieren. Und das machen wir natürlich so, dass da sich keiner unter Stress und unter Druck gesetzt fühlt. Aber am Ende sozusagen kommt es zu einem Telefonat. Und das Wichtige ist, da ihr die vorher genau identifiziert habt, wen ihr da haben wollt, sind es nicht also irgendwelche random zufälligen Leute, sondern sind ja eure potenziellen Zielkunden. Und selbst wenn die nicht reagieren und die einfach nur die Anfrage angenommen haben, dann habt ihr die ja im Netzwerk und könnt später, wenn ihr einen Post macht oder Inhalte einstellt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Personen dann halt eure Inhalte sehen und auch generell über eure Themen informiert werden und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch aktiv auf euch zukommen. Also das ist die Dienstleistung. Jetzt zeige ich nochmal ganz kurz einen weiteren Teil des Funnels. Wenn der Kunde, wenn wir also den potenziellen Kunden über diese Nachrichten auf LinkedIn einen sogenannten Einladung zu einem Telefonat schicken, da braucht er also keine Sorge haben. Es geht nicht darum, dass er dann mit denen irgendwie aufwendig Telefontermine abstimmen müsst. Also wie passt Ihnen 10.15 Uhr am Dienstag? Und dann guckt ihr in euren Kalender, oh, ist schon voll. Sondern machen wir so, wir verschicken sogenannte Kalenderlinks, also die das nicht kennen, das sieht dann ungefähr so aus. Da hat man also einen Zugriff auf den Kalender und da sind die freien Termine, wo man dann hier buchen kann. Also der potenzielle Kunde sucht sich in eurem Kalender zu euren freigegebenen Zeiten einen Termin aus. So, und das heißt also, ihr habt kein Terminabstimmungsthema, sondern ihr müsst am Ende nur noch telefonieren. Also man bucht jetzt einen Termin, mal angenommen, Donnerstag passt mir hier, dann klickt er hier drauf. Dann muss er noch seinen Namen ausfüllen, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer, kann auch ein paar Fragen stellen. Da wird dir noch dem Disclaimer zugestimmt und gesagt, dass ich kein Roboter bin und dann geht die Anfrage auch schon raus. Und dann habt ihr eine Terminanfrage und guckt in euren Kalender und sagt, okay, heute 15 Uhr habe ich das und das Telefonat zu führen. Das ist im Groben unsere Dienstleistung beschrieben. Das heißt, nochmal zusammengefasst, was sind die Ergebnisse, die ihr da erwarten dürft? Uns gelingt es von, sagen wir mal, 2 Telefonaten pro Woche bis zu 20 Telefonaten pro Woche ist es möglich, je nachdem, was für Zielgruppe und was für ein Produkt auch sozusagen angeboten wird. Also habt ihr unseren Kalender gesehen, wie voll der ist. Wir arbeiten übrigens auch mit 3 oder 4 Leuten parallel, die alle einen einzigen Kalender befüllen. Also die Masche ist genau die gleiche. Und also wir haben, weiß ich nicht, so 30, 40 Telefonate die Woche zu unserer Dienstleistung genau über diesen Kanal.
was ihr auch erwarten dürft, sind zwischen 1.000 und 1.500 neue Kontakte pro Monat, die dann in eurem Netzwerk drin sind. Also ich habe ja gezeigt, dass ich 20.000 habe. Also wenn ihr euch vorstellt, dass ihr jetzt 1.500 neue Kontakte habt pro Monat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute auch eure Inhalte sehen, wenn ihr die da reinschaut, also wenn ihr irgendwas postet. Kann ich auch noch mal zeigen, falls es auch vielleicht ein bisschen zu theoretisch ist, was ich mache. Ich gehe mal auf mein Profil und dann zeige ich mal, also bei jedem Profil kann man hier unten auch die Aktivitäten angucken und dann sieht man hier Aktivitäten. Da ist zum Beispiel auch, guck mal hier oben auf Beiträge, das sind also die Beiträge, die ich jetzt sozusagen hier eingestellt habe. Das ist zum Beispiel eine Kundenstimme von uns, die Michaela Kauer-Franz, die erzählt, wie sehr zufrieden sie mit uns ist und das am Anfang auch, als ich ihr versprochen habe, 5 Telefonate in der Woche, hat sich hart kaputt gelacht. Am Ende hat sie irgendwie 3 oder so am Tag gehabt. Dann musste sie erstmal ihren Kalender ein bisschen kürzer fassen. So, also haben zum Beispiel 2.300 Leute gesehen. Ja, oder hier weiter die Post, ich mache mal ein bisschen weiter, das waren zum Beispiel 3.500 Views. Das ist was für Homeoffice, aber es ist nicht so ganz zielgruppenspezifisch. Scroll mal weiter runter. Hier 9.000 Views, ja, habe ich zum Beispiel gesagt, dass Corona auch eine Chance ist, ja, weil wir durch so eine Art Angstzone durch müssen und dann in eine Lernzone kommen und dann in die Wachstumszone kommen. Also es haben sich fast 10.000 Leute angeguckt. Hier habe ich mein LinkedIn-Buch promotet, 4.000 Views. Also das ist sozusagen das, was ihr nebenbei noch mitkriegt, wenn die Kontakte bei euch im Netzwerk sind, sobald ihr anfangt zu posten, sehen das viel, viel, viel mehr Leute, als ihr das vielleicht vorher habt. Und das Schöne ist, und das möchte ich nochmal ganz, ganz klar betonen, bei LinkedIn ist alles noch organisch und organisch heißt, dass ihr dafür nicht irgendwelche Werbebudgets irgendwo reinstellen müsst, sondern es passiert einfach so, weil ihr es macht und auf der Plattform noch nicht so viele Marketers unterwegs sind, die die Reichweite wegkaufen. Also ihr könnt einfach einen Post reinstellen und erreicht in eurer Zielgruppe Tausende von Leute, kostenfrei. Einfach nur, weil ihr es macht. So, und das ist jetzt mal vielleicht, bevor ich zu sehr in so einen Monolog verfalle, grob die Leistung beschrieben und natürlich gerne jetzt auch Fragen. Das hat ja schon gewisse Herausforderungen. Also so wie du es beschreibst, klingt es ja sehr simpel, als könnte das quasi jeder so einfach so machen. Aber dahinter stecken ja doch ein paar Herausforderungen. Erstens, wie identifiziere ich die Leute, die zu mir passen über LinkedIn, also die ich ansprechen möchte? Zweitens, wie spreche ich sie so an, dass sie, dass sie möglichst sich vernetzen und womöglich sogar reagieren in Form einer Textnachricht? Und drittens, wie organisiere ich meinen ganzen Content so regelmäßig, dass ich auf überhaupt Content habe, den sich wie in deinem Fall jetzt 10.000 Leute auf einen Schlag angucken können. Das sind ja doch einige Herausforderungen, die sehr schnell mit Fleißarbeit zu tun haben. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt eine Vielzahl an Kunden und erst recht noch an Gesprächen von potenziellen Neukunden. Ihr seid aber nur 13 Leute. Das heißt also, da gibt es dahinterliegend ja doch Kniffe, Automatismen und so weiter, um das Ganze so zu organisieren, dass das Ganze auch realisierbar ist mit einem kleinen Team. Magst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Okay, ja, auf jeden Fall gerne. Also wenn ich jetzt ein paar Punkte vergesse, weil du hast relativ holistisch jetzt ganz viele Dinge angesprochen, ist in Ordnung. Folgendes, also unsere Erfahrung ist erstmal, wenn ihr diese Dinge, die ihr da macht, könnt ihr natürlich auch alle selber machen. Also ihr könnt euch die Zielgruppe recherchieren, könnt im Sales Navigator, das ich gezeigt habe, die Leute einladen und dann die ganzen Nachrichten beantworten und so weiter und so fort. Unserer Erfahrung nach wird das, wenn ihr erfahren seid mit LinkedIn, euch ungefähr 2 bis 3 Stunden, vielleicht sogar 4 Stunden am Tag an Zeit kosten, das zu tun. Das ist unsere Erfahrung. Diese Zeit würden wir euch abnehmen. Dadurch, dass wir natürlich Profis in so Sachen drin sind und im Hintergrund Prozesse laufen haben, ich spreche nicht von Automatisierung, sondern Prozesse laufen haben, können wir das natürlich ein bisschen in einer höheren Geschwindigkeit machen. Und von daher sind wir da relativ effizient. Also unsere Mitarbeiter können mehrere Kunden gleichzeitig betreuen. Zum Thema Inhalt einstellen möchte ich auch ganz klar sagen, mit dem Posten sollte man erstmal irgendwie anfangen und das kann man auch sehr niedrig frequent machen. Also wenn man einmal in der Woche einen Post einstellt, ist es erstmal ein erster Schritt und dann ist es wichtig, nicht den perfekten Post zu machen, sondern sich lieber darauf zu konzentrieren, das irgendwie wöchentlich in einem festen Rhythmus zu machen, dass LinkedIn auch erkennt, aha, der Steffen ist jetzt jemand, der da regelmäßig postet, das ist ja interessant, da interagieren die Leute, also dann wird dein Beitrag weiter ausgespielt. Also die, genau, das waren glaube ich deine Fragen, ne, zum Thema Posten und zum Thema, also auch zum Thema Automatisierung möchte ich noch was sagen. Also es gibt natürlich da draußen, dessen bin ich mir auch sehr bewusst,
Es gibt natürlich einen Haufen Automation-Tools, die Dinge auch automatisieren. Also sogenannte Browser-Plugins, da muss man bloß mal gucken, LinkedIn Automation Browser-Plugin, da poppen bei Google ganz viele Sachen hoch. Davor möchte ich eindringlich warnen, LinkedIn macht seit Juni letzten Jahres, hat die Warnungen alle rausgeschickt und auch die tracken quasi, welches Profil über Automation kommt und die werden nicht den Fehler machen wie Instagram, dass irgendwann 20-30% da Bot-Profile sind und das eigentlich gar keine echte Community mehr ist. Da steht Microsoft dahinter, die fahren einen ganz anderen Ansatz als Facebook. Also wenn ihr da Dinge macht, macht es erstmal händisch und guckt dazu. Und wenn es euch zu viel Arbeit ist und ihr sagt, okay, ich will auch ein paar andere Dinge tun, außer auf LinkedIn rumklicken, dann wären wir wahrscheinlich dann der richtige Ansprechpartner. Gunnar, wie ist deine Erfahrung jetzt gerade in LinkedIn? Bewegen sich mehr Leute während der Krise aktuell auf LinkedIn? Ist es unverändert? Ist es weniger? Ist die Interaktionsrate, hat die sich da irgendetwas verändert? Also sprich, ist LinkedIn in Zeiten von Corona eine Chance? Okay, ich würde mal zwar, also das mache ich auf jeden Fall. Ich wollte mal da noch vielleicht ein bisschen konkreter sagen, wenn ihr da erstmal selber loslegen wollt, so ein bisschen mehr auch, ich sag mal, Hands-on-Praxis für euch auch nochmal zeigen, wie ihr es machen könnt. Das mache ich dann gleich nochmal als zweites. Das hatten wir auch besprochen, so das ist in Ordnung für mich. Da gehe ich noch ein bisschen mehr ins Detail, was wir da machen können. Also unsere Erfahrung nach wie vor, also aktuell ist, wir haben natürlich, also jedes unserer Profile wird getrackt. Wir wissen alles, die ganzen KPIs, was da alles passiert, wie viele Nachrichten, wie viel und so weiter. Das wissen wir alles. Wir können über alle Profile hinweg eher eine Zunahme der Aktivitäten feststellen. Also, dass auf der Plattform Aktivität passiert und dass die Leute anfangen, sich digital zu vernetzen und digital Vertrieb machen, das ist ein Trend. Bei unserer Neukundenakquise ebenso, klassische Vertriebskanäle wie Messe, Konferenzen, Face-to-Face-Meeting sind momentan zumindest erstmal pausiert. Also wir haben jetzt die ersten Messen, die sind im August, die sind abgesagt worden. Also da haben wir auch eine erhöhte Nachfrage und das Modell und die Gespräche funktionieren nach wie vor. Und jetzt erzähle ich mal so ein bisschen aus der Praxis. Ich habe auch in anderen Projekten Kunden, die sind seit Jahren, sagen die, Gunnar, wenn du was von uns willst, dann kommst du zu uns in die Zentrale und dann machen wir ein Verkaufsgespräch. So, es geht jetzt gerade nicht mehr. Mit denen habe ich mich, glaube ich, letzte Woche zum ersten Mal online getroffen. Und dann haben die festgestellt, hupla, das geht ja auch ganz toll. So, also da findet auch so eine Mindset-Änderung statt, dass also nicht immer nur Vertrieb mit Händeschütteln und Kaffee trinken zu tun hat, sondern dass man das eben auch digital machen kann. Und das merkt man an allen Ecken und Enden. Also ich glaube, die Zeit ist jetzt reif dafür, dass die Zugänge da sind, die Leute, sie werden es, also das Bewusstsein ist da und da ist Aktivität. Das ist das Erste, was ich dazu sagen will. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.